Hallo. Erstmal aufräumen. Guten Morgen. Guten Morgen. Erstmal aufräumen hier. Ordentlicher ist hier. So, einen wunderschönen guten Morgen. Sandro, was steht heute an? Ja, traurig. Es geht schon. Nee, ich bin eigentlich bin ich tatsächlich bei dem Auto nicht traurig. Es geht wieder ein Auto. Hier ist momentan Tage des Abgangs ist momentan bei uns. Also momentan gehen echt viele Autos. Also erst R6, dann TT, jetzt Ford Mustang. Das liegt aber einfach daran, dass wir Bock auf neue Projekte haben. Und damit wir uns neue Projekte leisten können und die auch finanzieren können, müssen wir natürlich alte Autos abgeben. Der nächste ist jetzt der Ford Mustang. Den haben wir jetzt verkauft. Den fahren wir jetzt weg. Der geht jetzt ans Autocenter Meschede. Die Jungs, wir sind mit denen in Kontakt getreten, die haben Bock auf das Auto, die haben gesagt, ja, wir würden ihn gerne übernehmen, ob das eine Möglichkeit, ob die eine Möglichkeit dazu hätten. Wir haben gesagt, ja klar, wir wollen ihn jetzt gerade verkaufen und ja, jetzt bringen wir den Wagen weg. Es war eine schöne Zeit mit dem Mustang, muss man sagen, wir hatten sehr viel Spaß damit, aber wie ich ja schon gesagt habe, ist das jetzt nicht so das Auto gewesen, was mich ja, so 1000% gecatcht hat. Also das war jetzt ja, tatsächlich nicht so der Fall. Deswegen bin ich auch, wenn ich ehrlich bin, gar nicht so ganz traurig, was das angeht, weil jetzt haben wir die Möglichkeit, das ein oder andere neue Auto noch zu bekommen und da dann wieder ja, neue Sachen dran zu machen. Also ich bin irgendwie so ein bisschen Mustang, das war ja, das hatte ich ja im letzten Video schon gesagt, das war nicht so ganz meins. Wir gehen da mal raus. Also ich muss sagen, so wie er jetzt steht, in diesem Grau mit den goldenen Felgen, finde ich bisher auch die schönste Kombination. Also gefällt mir optisch auch bisher am allerbesten. Das Grün war halt extrem auffällig, da haben wir gesagt, okay, wir versuchen mal ein bisschen bunter zu gehen. Aber jetzt so, wie er hier steht, finde ich ihn eigentlich für, auch für den, also generell für den Alltag, ist das schon am geilsten so. Sieht schon sehr cool aus. Ja, auf jeden Fall, die Felgen ballern halt auch voll geil auf dem Grau, ne? Ja. Ich muss sagen, es war an sich war es ein gutes Auto, keine Frage. Preis-Leistung kann man jetzt auch nicht drüber meckern. Man muss halt immer, man darf halt bei den Autos auch mit so viel Hubraum die Nebenkosten nicht außer Acht lassen. Also Versicherung ist ja halt extrem teuer, Spritverbrauch, dadurch, dass der halt so V8 und 5 Liter Hubraum hat, braucht der halt auch extrem viel Sprit. Also unter 18 Liter geht da gar nicht. Das darf man dann alles nicht außer Acht lassen, ne? Aber dafür hat man auch 450 PS und einen 8-Zylinder. Das ist halt auch so. Ja, wir schnappen uns jetzt das Auto. Du nimmst jetzt den Golf, ne? Ja. Dann bringen wir das Auto weg. Ja, dann gehen wir, fahren wir mal eine Runde zum Autocenter Meschede. Ich bin noch nie da gewesen. Das ist auch mein allererstes Mal. Deswegen, ich bin mal gespannt, wie es da aussieht, was da so geht. Wir nehmen euch natürlich mit. Also bis gleich. So, jetzt ist es soweit. Wir sind hier im Autocenter Meschede angekommen. Das ist echt riesengroß. Ich wusste gar nicht, dass das so riesig ist, ja, ne? Aber auch ein richtig gutes Stück von uns weg. Also wir sind jetzt irgendwie 2,5 Stunden gefahren. Ich habe eigentlich gedacht, dass das direkt bei Jopier Dortmund, ne? Ja. Vollkommen übermotiviert, wo wir mit dem Cem, der auch Jopiers Autos übrigens immer ankauft. Wir haben auch durch ihn den Kontakt bekommen, der uns dann gesagt hat, frag den mal, weil der hat immer Interesse an solchen Autos. Und Jopier macht ja auch alles. Also quasi alle Autos gehen eigentlich meistens zu ihm. Und da habe ich gedacht, ja gut, das ist in Dortmund, ne? Das ist direkt neben Dortmund. Das ist aber richtig weit nochmal, ne? Ich glaube, das waren jetzt 230 Kilometer oder so, ne? Ja, hier? Ja. Also für alle, die zentraler wohnen, perfekt. Für uns war es jetzt eine relativ weite Strecke. Ja, das war jetzt so die letzte Fahrt, die wir mit dem Mustang gemacht haben. So wie er jetzt hier steht, mit Lowfahrwerk und auf den Pfostenrädern, wird er jetzt auch verkauft. Also genauso habt ihr jetzt auch die Möglichkeit, falls irgendein Interesse hat, den Wagen zu kaufen. Der kann das so machen, das Auto steht beim Autocenter Meschede, wir hatten eine tolle Zeit. Ich gebe euch jetzt, wie machen wir das denn? Ihr bekommt jetzt erstmal einen kleinen Eindruck vom Autocenter Meschede, was ihr hier alles stehen hat, weil der hat das ein oder andere Schätzchen, was ich euch schon mal zeigen kann. Ne, wir gehen erstmal rein, komm, ich zeige euch das mal ganz kurz. Das ist auch eigentlich ganz lustig, wir haben jetzt zwei Autos, die für mich, also jetzt nicht der linke, aber so wie er quasi als Modell da steht, natürlich der Supra, mega, in schwarz. Mit den Felgen drauf und der hat jetzt, das haben wir rausbekommen, der hat nur Federn verbaut, also nur H&R-Federn. Das Auto ist echt schon schön. Aber halt die Frage, macht man sowas, machen wir sowas, bauen wir sowas um? Ich bin ja irgendwie momentan noch hin und distanziert. Ja, aber ich bin noch hin und her gerissen, weil das Problem ist halt, bei diesen teuren Autos haben wir halt nicht die Möglichkeit, wenn wir sagen wir mal drei Feder davon haben, so viel umzubauen. Das ist halt immer ja, das Problem. Und dann natürlich genau der Gegenspieler oder für uns der Gegenspieler, das was für mich gerade momentan an aller vorderster Front steht, ist halt 997. Ne? Jetzt nicht als GT3, so wie er hier steht, ist natürlich komplett unbezahlbar. Ich hätte halt gerne, also das, was so mein momentanes Bauchgefühl ist oder wo ich Bock drauf hätte, wäre halt echt auf einen draufgehunzten. Ne? Also wirklich einer, der schon auch ein bisschen gelitten hat, wo wir echt noch, wo es auch scheißegal ist, ob der mal einen Kratzer an der Stoßstange hat, den wir halt umbauen können. Ne? Weil ich glaube,
da gibt es einfach viel, viel mehr zu erzählen. Viel, viel mehr zu erzählen. Alter Schwede. Ist zu lange Fahrt, oder? Ja. Wieder? Boah, Wahnsinn. Und den Wagen kenne ich auch. Ich weiß nicht, woher ich hier mitgepfeffert. Golf 7 GTI. Ich weiß nicht, woher ich dieses Auto kenne. Der ist mir von Insta, ist das auf jeden Fall ein absoluter Begriff. Jetzt muss man aber mal sich überlegen. Du bist noch bei 30.000 Euro, ne? Für einen Performance von Baujahr 2013. Der hat 27.000 Kilometer gelaufen, ist einmal komplett umgebaut. OZ-Felgen drauf, Variante 3 drin, Clubsportkäfig drin, Audi Keramik. Alter, über die große Bremse da drauf. Okay, also der hat auf jeden Fall richtig Geld investiert. Mhm. 30.000, ne? Aber komplett umgebaut, komplett oder? Komplett umgebaut. Brauchst du nichts mehr machen. Fette Kotflügel drauf. Gut, ob du die Folierung jetzt haben musst oder nicht, ist natürlich dahingestellt. Das kann man für sich selbst entscheiden. 230 PS steht hier noch. Ja, also seht ihr. Bull X ist drin. Wagner Competition Ladeluftgrüner. Ladeluftkühler und HG Motorsport Ansaugung Carbon. Da steckt ein Schneider 10.000 Turbo Outlet ist da drin. Tja. Also ich denke, der hat auch ein bisschen bestimmt was an der Leistung gemacht. Also wahrscheinlich nicht original, oder? Und Vor-Facelift finde ich übrigens sehr schön, muss ich sagen. Also finde ich auch immer noch ein sehr, sehr schönes Auto. Hier steckt auf jeden Fall jede Menge Liebe und Arbeit drin in dem Auto. Definitiv. Ja. Geile Karre. Ja, wir geben euch jetzt hier nochmal einen kleinen Einblick von dem ganzen Autohaus. Viel Spaß dabei, denn ich muss jetzt ein bisschen Papierkram machen gehen. Die unangenehmen Sachen bei diesem Auto, Verkauf und Kauf immer. Ja, dann sehen wir uns gleich nochmal. Bis gleich. Get on up. One time, like to see you twerking. Can you do it on the drum line? Man, we getting litty in the city, see the skyline. And we getting jiggy, no big willy. This is my time, my mind on another level. Feeling like a rebel. We don't need the Thule, you can keep the heavy metal. She feeling kinda naughty, and I'm feeling like a devil. Cause she got a lot of bass, lot of mid, lot of trouble. Oh, 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 no, yeah, she's sweeter than a honey bun. What you doing here? You ain't even got no money. Das war jetzt auf jeden Fall extrem schnell von der Abwicklung, muss ich sagen. So schnell habe ich noch nie ein Auto verkauft wie mit dem gerade. Ne, das war echt tief, absolut tief entspannt. Ja, ihr bekommt von uns jetzt noch die schönsten Momente, die wir mit dem Mustang hatten, weil es war schon ein tolles Auto. Wir haben schon sehr viel Spaß damit gehabt, hatten noch ein tolles Jahr damit. Haut rein, euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Einen wunderschönen guten Tag, meine Freunde. Ich hoffe, es geht euch gut. Heute ist mal wieder ein extrem geiler Tag. Eigentlich ist die ganze Woche geil gewesen. Nächstes Projekt kommt jetzt. Wir fahren jetzt zur Firma Gore. Gehen unseren Ford Mustang abholen. Wir haben uns für ein Cabrio entschieden, damit hier schön, ne, die Haare nochmal nach hinten geweht werden können. Caution to the wind. Where the fuck do I begin? How the hell you get it in? I don't think it's in your nature. I went from minor to major. This shit is easy, it's a layer. Play exactly like ambidextrous. I'm in the game, you a pedestrian. Playing destined with your weak attempt. It's not a hit, you ain't make a dent. Man, these niggas sounded kinda spread. I'm a connoisseur of the finest shit. I'ma make a meal on the rhyming shit. Came a long way from top rhyming, bitch, you with the wrong way. Wie der schon läuft, ne? Und jetzt haben wir sie, ne? Ja.
René heute geschnappt. Heute ist Vatertag. Wir haben Langeweile. Wir fahren heute zu den Drifttagen. Und Steering, Steering, Gas, no Gas, Gas. Ja, wunderbar. Alter. Abgerutscht. Kurz bremsen lassen. Ein bisschen Spaß hat hier. Oh, und jetzt guck dir ab, das Ding jetzt rüber, komm, rüber, komm, rüber, komm. Alter, du hast aber... Gib ihm. Guten Tag, ich hoffe, es geht euch gut. Herzlich willkommen in meiner düsteren Ecke. Thema Ford Mustang. Also, wir haben den gerade weggebracht. Der ist jetzt bei der Firma CCG, wird endlich foliert. Aus dem grauen Mäuschen wird ein Augenkrebsfahrzeug. Ne? Aber ist halt krass. Das ist ein bisschen Frosch, oder? Aber das ist ein toter Frosch. Oder der, ja, zu lange in der Sonne lag. Ja. Frosch ist das. Das ist so kacke. Das ist wirklich so kacke von der Farbkombi, dass das so scheppert. Ich finde das voll geil. Alter, ist das geil. Also Leute, jetzt gibt's auf jeden Fall mal, jetzt müsst ihr auch, also ihr müsst euch jetzt mal ganz entspannt hinsetzen, also ganz entspannt, weil jetzt wird's auf jeden Fall feucht im Höschen, kann ich euch sagen. Es gibt richtig was auf die Schnauze. Ich verabschiede mich, viel Spaß. Heute heißt es mit Ford Mustang eine Runde driften. Dafür habe ich euch auch gefragt, ob wir die Möglichkeit mal haben, auf der Lassisee zu fahren und da mal eine Runde zu driften. Hallo, guten Tag. Ich habe gehört, ich habe die Möglichkeit, heute mit Ihnen eine Runde. Eine Runde nicht? Also, ich werde Pipi machen. Ich weiß ganz genau, was du gesagt hast, was du vorhast. Ja. und ich sehe, ja, okay, falsch. Also was wir jetzt machen oder was ich jetzt vorhabe, ich ziehe jetzt erstmal die Folie ab, die Felgen bleiben erstmal so. Dann gucken wir uns das an, ob uns das mit der Farbe gefällt. Be first, 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 first. Go ahead and go feast your eyes. Shut up.